Und wie geht's Ihnen so? Gibt heute gute Fahrten, ruhige Ja, Fahrten? ich habe das Blut verkauft. Okay, Blut verkauft, ja? Ja, die sagen Blutspende. Ich sage, nein, ich komme nur wegen dem Geld. Da haben sie mir $100 gegeben. Oh, das ist doch schön. Ja. Haben Sie was Gutes für die Welt getan? Ja, sicher. Na, das freut mich doch. Willst du $50 verdienen? Ich denke, ich will erstmal eine Wohnung haben. Ich glaube, das ist das Erste. Ja, aber danach kann ich dir direkt eine Wohnung, so eine Wohnung bringen. So Hotel oder sowas. Kann ich dir direkt bringen. Ja, warten wir mal auf meinen Bruder und dann. Der macht alles, der macht das auch für $20. Ja, perfekt. Ist besser, machen Sie besseres Geschäft mit ihm. Ja, schau. Komm gleich. Ja. Einer der lustigsten Charakter. Ich hab den so häufig schon gesehen. Auf Videos, der ist so gut. Der ist so lustig. Also von daher. Das wird nochmal spannend. Ich hoffe, mein Bruder kommt gleich. Muss mir gerade was überlegen. So wie es immer ist. Boah, das war gute Einreise. Spaßige Einreise mit denen. Und wenn das mit dem Priester klappt und so. Das wäre ja mega krass. Ah ja. Rauchen Sie? Oder? Ja, sicher. Eigentlich, ich bin nie ohne Zigarette unterwegs. Nie ohne Zigarette unterwegs? Ja. Oh. So gehört sich das. Warte, ich muss das hier Zigarette anzünden. Da. Aber richtig schön. Gutes Feuerzeug. Schönes Feuerzeug. Gefällt mir. Hast du ihn? Da steht. Kurto, dein eigenes Holzbild. Steht drauf. Dein was? Da steht drauf. Dein eigenes Holzbild, Kurto. Eigenes Holzbildkonto. Ja, steht auf der Feuerzeug drauf. Oh, okay, gut. Guckst du mal. Sag mal. Okay. Ja, ich seh's. Da. Sehr schön. Richtung? Sehr schön. Ah, ja. Und wie lang wohnen Sie schon hier? Schon immer? Oder sind Sie aufgewachsen? Nein! Seit 3-4 Tagen. Oh, schön. Da. Und wie ist es so? Wie... Sind die Menschen nett zu Ihnen als Taxifahrer? Bis jetzt habe ich eine gute Erfahrung gemacht, außer einmal. Außer einmal? Ja. Was passiert? Richtig Schlägerei passiert. Was, wie? Ja, die ganze Motorradgruppe. Ah, auf Sie oder was? Ja. Warum das denn? Wegen Geld oder was? Nein, die haben gesagt, du hast mich geschnitten, obwohl ich nicht mal einen Messer dabei habe. Okay. Obwohl ich sie nicht mal geschnitten habe, wie soll ich das machen ohne Messer? Ja, das ist klar. Ah, das ist schlimm. Naja. Ja, ich war am Fahren, am Autofahren, danach sind sie mir gefolgt, danach hat er gesagt, du hast mich geschnitten. Und auch so habe ich dich geschnitten, aber ich habe gar kein Messer. Da haben sie mich geschlagen. Oh, was für Drecksäcke. Okay, gut, das ist passiert. Ja, gut. Das waren 30 Personen. 30 Personen? Ja, alles zusammen. Boah, ist ja schlimm. Ja. Ja, und dann ins Krankenhaus und wie geht's denn mittlerweile? Alles wieder verheilt? Nein, nur zwei Fäuste in der Fresse bekommen, dann hatten sie Angst vor mir. Oh, sehr schön. Ja, so ein richtiger Kämpfer hier, hä? Ja. Das gefällt mir. Aber man muss aufpassen, man muss schauen, wo man bleibt. Ja, natürlich. Muss man immer aufpassen. Ja. Nicht, dass man irgendwie dann im Krankenhaus landet plötzlich. Ja. Ja, sehr schön. Oh, gut. Wie war nochmal der Name? Abu Ali, oder? Abu Ali, ja. Abu das Ali. Das ist richtig. Ah, sehr schön. Abu Ali, okay. Ja. Ich bin nicht so gut mit Namen, deswegen frage ich lieber 3-4 Mal. Kein Problem. Ah, oh, super. Ach, ja.
Ich muss ja auch noch einen Führerschein machen und alles. Das wird ja alles noch spaßig. Ja, du kannst den normalen Führerschein machen oder den pyrovisorischen. Oh, pyrovisorische? Okay. Ah, der pyrovisorische, da gehst du zur Polizei und dann sagst du, du willst den pyrovisorischen Führerschein. Dann geben die dir. Dann ist eine Weile gültig. Oh, danke schön. Danke schön. Aber ich schaue nach, ob die Haiwans da sind von Straßenverkehr. Da kannst du gleich vielleicht den Führerschein machen. Oh, das wäre super. Warum nicht? Ich rufe mal an. Bis lieb, danke. Wo ist das? Da? Nein. Ich muss anrufen. Warte, ich ruf die an. Dankeschön. Kannst du mich zurückrufen wegen der Guthaben? Ich will nicht Guthaben verlieren. Okay, danke. Sehr schön, da freut er sich. Ja, da. Da wird er sich freuen. Hast du keine Flatrate? Nein, nein, ich billige mit Prepaid. Mit Prepaid, okay. Warum rufen die nicht zurück? Tja, das frage ich mich auch gerade. Hast du vielleicht unterdrückt angerufen? Nein! Was ist das? Also warte, ich gebe dir die Telefonnummer, du musst anrufen. Das ist 929. 929. Ja. Okay, wie heißen die Straßenverkehrsamt oder was? Straßenverkehrsamt, rufst du an! Moment, ich muss noch eine andere Nummer gerade einspeichern. 19. Hallo! Guten Abend. Alles gut bei dir? Ja, bei Ihnen? Da brauchst du auch Taxi? Ja. Ich muss mal Taxi nehmen, ja. Ja, und da, wir warten noch auf einen Kollegen, der ein bisschen. Und dann gehen wir auch, ja, ey? Gut, ah, gut. Das ist, glaube ich, sein Bruder dann, auf den er wartet. Ich glaube, ja. Ja. Richtig, richtig. Und waren die nett zu dir? Ja, super nett waren die, ja. Das ist schön, das freut mich. Ach ja. Aber warte, ich gebe dir etwas. Ist auch junger Mann. Ah, nimmst du eine Zigarette, Habibi? Rauch eine Zigarette. Ich rauche eine Zigarette, danke. Ja, ja, kein Problem. Und bist du, woher kommst denn du? Exakt, Seattle, das ist nicht so weit von hier eigentlich. Ich bin 2,5 Stunden geflogen. Ah, ja. Ist auch in Amerika, oder? Ja, ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Ach. Und woher kommst du? Auch ich aus? Ich komme aus Irak, aus Bagdad. Ah, okay, das ist wo? Oh. So. Irak, weißt du nicht, wo Irak ist? Nicht unbedingt. Das ist neben Iran. Ja. Okay. Iran da sprechen die Arabisch. Ja, genau, richtig. Ja. Arabisch in Bagdad, sie sprechen Arabisch und in Erbil, sie reden Kurdisch. Ah, okay. Ah. Okay, wusste ich gar nicht. Spannend. Und wie ist Irak so? Schönes Land. Ja, ist viel stabiler und besser geworden. Kommt langsam. Ach, war da nicht der Krieg? Ja, ja, damals mit Saddam Hussein. Der Krieg gegen Kuwait, Krieg gegen Iran. Wir waren beide dabei. Oh, okay. Und gut geschlägt? Ja. Weißt du, Iran nach 8 Jahren Krieg, nach 8 Jahren Leid und Blut, haben sie nach 8 Jahren Waffenstillstand ausgerufen. Und da hat sich das komplette Volk verarscht gefühlt, weißt du? Weil die haben Kinder verloren, die haben alles Mögliche verloren. Na klar. Ah, warte. Hallo! Ah, da, hallo! Kein Problem. Ich habe hier einen jemanden, der eingereist ist und hat gefragt wegen der Führerschein. Und ich wollte bei dir fragen, wann der nächste Termin frei ist. Für den Führerschein. Aha. Aha, das ist richtig. Aha.
Ah, perfekt, perfekt. Dann rufe ich dort an. Ah. Danke, bist korrekte Frau. Ciao, ah. Der auch, ciao. Ah, du musst zuerst Erste-Hilfe-Kurs machen bei Krankenhaus. Bei Krankenhaus, okay. Aber zurück zum Thema. Ja, nach 6 oder 8 Jahren waren das Krieg. Nach sehr viel Leid gab es einen Waffenstillstand und haben sich die Bevölkerung natürlich verarscht gefühlt. Die haben Söhne verloren, Väter haben sie verloren, Onkel, Familienmitglieder. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar. Und die Leute waren aber auch sehr, sehr glücklich darüber, dass endlich der Krieg vorbei war. Weißt du? Endlich. Und kein Jahr oder keine zwei Jahre später hat der Saddam Hussein den Krieg gegen Kuwait ausgerufen. Okay. Aber Amerika hat den Krieg beendet, ohne viele Kugeln zu verwenden. Weißt du das? Wie das denn? Einfach Kapitulation? Die Amerikaner? Oder? Nein, die Amerikaner wussten, dass die Iraker von einer 6- oder 8-jährigen Krieg kommen. Weißt du, die wussten das. Mhm. Und die wussten auch, dass die Leute keine Lust haben, Krieg zu machen. Mhm. Also hat Amerika mehrere Flieger geschickt. Und von den Fliegern sind Zettel runtergefallen. Mhm. Weißt du, was auf diesem Zettel stand? Was? Die irakische Armee soll sich so erheben und die Waffen niederlegen und jeder Iraker, der sich ergibt, kriegt den amerikanischen Passport und Green Card sofort. Oh. Kein Witz, True Story, wirklich so. Okay. Da kannst du gerne recherchieren, wenn du nicht glaubst. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und so haben sehr, sehr viele Irakis den Krieg kapituliert. Mhm. Dann hat Saddam plötzlich keine Armee mehr. Mhm. So haben sie nach und nach den irakischen Armee geschwächt und geschwächt, bis sie dann hereingestürmt sind. Mhm. Okay. Hätte ich nicht gedacht, ja. Und sie haben dann... Intelligenter Schlachtzug. Haben sie in Bagdad gelebt dann? Oder ja, in Bagdad. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Gab doch auch die große Schlacht um Bagdad, nicht wahr? Ja, gab es auch. Das war, als George Bush danach übernommen hat. Ganz Irak übernommen hat. Und dann gab es einen Bürgerkrieg, weil es noch keinen Präsidenten gab. Und jeder wollte Präsident werden. Und dann haben sie die Stammesoberhäupter dann bekriegt. Und das war im Jahre 2001 ungefähr. 2001 bis 2005, 2006 ging das. Mhm. Und das nannte man dann der Tag, an dem die Brüder sich gegenseitig umgebracht haben. Mhm. Mhm. Okay. Und dieser Saddam Hussein, lebt er noch? Nein, nein, der wurde nachher mitgenommen. Okay, mitgenommen? Macht er jetzt in Kuwait Urlaub oder was? Nein, er wurde umgebracht. Okay, okay. Abudi, du solltest unbedingt einen Halsbonbon nehmen. Ich? Ah, okay. Oh ja, garantiert. Ganz, ganz sicher. Oder? Also, weiß nicht. Ich denke. Der Mann redet zu wenig. Ja, zu. Aber wenn er redet, dann. Ich mach schon. Einmal. Ja, das schon. Ja, schön. Mhm. Ja, das ist eine schöne Geschichte, schöne Lebensgeschichte auch. Hätte ich nicht gedacht. Ah, ich weiß nicht, ob das eine schöne Geschichte ist. Naja, Krieg ist niemals schön. Das ist halt das Problem. Ah, das ist es. Da, warte, wir rufen jetzt bei der 915 ein. 915. Das wir müssen da organisieren. Ja, für Erste-Hilfe-Kurs für dich. Ah, du bist ja. Warte, Chef, kannst du bitte zurückrufen wegen Guthaben? Ich will nicht Guthaben verlieren. Oh, danke. Weißt du, ich will den Guthaben nicht verlieren. Ja, verstehe ich. Ah. Kostet zu viel. Oh, hallo. Danke, Chef. Da, ich habe da ein paar Neueinreisende hier. Die sind gerade am Flughafen, habe ich sie aufgesammelt. Ah, und die wollen den Erste-Hilfe-Kurs machen. Wann ist der nächste Termin frei? Ah. Heute, 21 Uhr? Okay, ciao. Kein Problem.
Gut, ich schau das mit denen an. Der Erste-Hilfe-Kurs kostet $20. Mhm. Und du musst heute Abend zum Krankenhaus gehen und dort einen Termin machen. Ah, man muss... 21 Uhr musst du dort sein. Okay, um 21 Uhr Termin machen, okay. Ja. Okay, okay. Wenn du willst, ich fahre dich direkt dorthin. Wenn's klappt, ja. Arbeit. Aha, da ist auch noch jemand. Meine Güte. Assalamu alaikum wa rahmatullah, habibi. So, was hast du mir denn geschrieben, Bruderherz? Einen wunderschönen guten Tag erstmal in die Runde. Aha. Als du mein Bruder hast, übrigens, saß ich gerade im Gespräch. Gerade durch, siehst du. Sind noch ein paar dort drin? Ich glaube, 2-3 Leute habe ich noch gesehen, ja. Also okay, bei mir saß noch einer im gleichen Raum, der ist jetzt dran. Aha. Und 2 standen noch vorne, also mindestens 3. Ja, dann können wir direkt losfahren. Kommt mit. Okay. Chef. Wir können heute um 21 Uhr einen Erste-Hilfe-Kurs für einen Führerschein machen. Ich habe schon erfahren, dass wir für den Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs brauchen. Okay. Du weißt ja alles. Das ja, aber ja Ali ist der Beste. Wer Ali? Einmal einsteigen. So, jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ich fahre euch zu einem Hotel oder zuerst wir fahren gemeinsam zum Krankenhaus, ihr macht dort Termine und danach fahren wir zum Hotel. Was ist euch lieber? Machen wir erstmal Hotel. Hotel, okay. Ja. Okay. Dann wir fahren zum Hotel. Sehr schön. Danke, Abu Ali. Kein Problem. Da hast du noch kein Problem. Ich wollte gerade fragen, wie heißt ihr denn da vorne? Mein Name ist Abu Ali Sheikh Abdurrahman bin Karim Ashraf Gharuf bin Hassan. Okay, darf ich dich Ali nennen? Ja, kannst du auch machen, ist kein Problem. Perfekt. Hallo Ali. Ja. Ich bin Benjamin. Das freut mich, Benjamin. Du bist korrekter Mann, ha? Danke, danke. Da habt ihr etwas dagegen, wenn wir ein wenig Musik machen? Jein. Also ich weiß schon, welche Art ich Musik mache, damit das okay, perfekt. Dann okay, gerne. Dann mach. Weißt du, ich habe alles unter Kontrolle, Habibi. Bester Mann. Wir sind alle im gleichen Boot. Sehr gut, Abi. Aha. Ali. Chef, ich muss fahren, ha? Ja, ich will dir nur was sagen. Du musst nochmal, wenn da noch 3 drin sind, musst du nochmal runterkommen, weil ich habe nur Platz für 2. Warum? Du hast da Platz für 3? Ich habe da noch eine Lady bei. Aha, okay, kein Problem. Jalla, ciao, Chef. Jalla, ciao. Ciao. Das ist die arabische Integrationsmusik, weißt du? Oh, wunderschön. Na, und wenn ihr alle mitsingt, ich verspreche euch, ich gebe euch Rabatt. Weil er wird dann sagen, er wird sagen, do you love me? Und wir sagen dann alle, do you. Dann sagt er wieder, do you need me? Dann sagen wir wieder, do you. Alles klar, das kann ich mir merken. Das kriegen wir hin. Da, jetzt kommt der Refrain. Haltet euch fest, ihr Habubtis. So. Da. So. Abfahrt. Do you love me? Do you love me? Do you need me? Do you? Do you? Do you want me? Do you? Do you? Do you love me? Do you? Do you need me? Do you? Do you want me? Do you? Do you love me? Do you? Do you need me? Do you? Do you want me? Do you? He loves me? Do you? Do you need me? Do you? Do you want me? Das ist der perfekte Stimme, ihr habt ihr könnt das super sein, verdammt, wallahi. Bester Mann. Entschuldigung, ich dachte, es wäre unser Einsatz. Kein Problem, Abbodi, kein Problem. Der ist der Beste. Wir sind gleich da. Oh, scheiße, schaust du die Polizei? Polizei. Warum musst du reinbleiben, Habibi? Das kommt schon gut, Abbodi. Wir sind nicht im Irak, mach dir keinen Kopf. Ich bin Vin Diesel, kein Problem, ich bin Vin Diesel, siehst du? Alter, jetzt geht's mir, jetzt schwitze ich. Der perfekte Ort, warte, ich muss da hinten parken, bevor die Polizei dann kommt und dann reklamiert. Jalla, Abo, daher kannst du da Hotel mit, ne? Oh, danke schön. Dankeschön. Wie viel kriegst du?
Ah, wollt ihr nicht nachher zum Krankenhaus fahren? Ah ja, doch, machen wir. Ja, machen wir. Okay, alles gut. Nein, ich bin nicht zum Krankenhaus. Okay, dann, ja gut. Aber wenn die anderen dann zum Krankenhaus fahren, können sie auch gleich deine Zahlung übernehmen, weil es muss nur einer bezahlen. Ach so, ja. Okay, wie viel? Ah, ja, okay, okay. Dann soll er mal gehen, dann soll er mal gehen. Weiß ich nicht, wie viel. Die Wohnung machen. Ja, machen wir. Ja, wir machen wir erstmal kurz die Wohnung, weil... Aha, ja. Sonst kommen wir ganz durcheinander. Ja, hier vorne kann man... Ich muss erstmal hier ein bisschen Geld einzahlen. Ja, das muss man da drinnen machen. Ja, muss man da drinnen machen, ja.